Ich habe vor etwas mehr als 4 Monaten ein Video gemacht, in dem es darum ging, wie man über Filme reden sollte, wie man sich mit dem Medium Film auseinandersetzen sollte, wenn es nach mir geht, und habe da quasi 3 Denkansätze von mir präsentiert. Und das hier ist jetzt sowas wie ein inoffizielles Sequel, das aber nur einem einzigen Denkansatz folgt. Dieser Denkansatz widmet sich der Tatsache, dass vor allem im Fahrwasser von solchen Kanälen wie, kennt bestimmt jeder, CinemaSins, die diese Videos machen, Everything Wrong mit dem und dem Film in 20 Minuten oder weniger. Ich glaube, so heißen die Videos immer dann auf Englisch natürlich. Und die beschäftigen sich in penibelster Kleinstarbeit, laut eigener Aussage, auf satirische und komödiantische Art und Weise mit Fehlern und Logiklücken und Logiklöchern in Filmen. Und da sind wir, wie gesagt, schon genau bei dem Thema, denn mir fällt es verblüffend oft immer noch auf, und das vor allem, sage ich mal, bei Laien, womit ich mich jetzt nicht selbst als Profi bezeichnen will, aber vor allem mit Leuten, die sich jetzt tendenziell noch nicht so viel mit Filmen beschäftigt haben, dass sie die Qualität eines Filmes oft abhängig machen von der Tatsache, wie logisch und in sich konsistent der Film funktioniert hat. Und darüber habe ich mir ein paar Gedanken gemacht, und die gilt es jetzt an Ort und Stelle auszuführen. Lass uns mal folgende Szene gemeinsam anschauen. Habt ihr es gesehen? Furiosa in Mad Max Fury Road, ein grandioser Film übrigens, stützt sich hier in einem Shot noch mit der einen Hand oder mit dem einen Arm auf dem Autodach ab und im nächsten Shot mit einem anderen Arm. Und das ist das, was man in der Filmsprache oder im Editing-Bereich im Filmschnitt eigentlich einen Kontinuitätsfehler nennt. Dementsprechend ist das Beispiel jetzt eigentlich ein Logikfehler, weil uns Menschen ist es nicht möglich, innerhalb von Bruchteilen von einer Sekunde die Armposition so drastisch zu ändern. Ich habe noch ein Beispiel und wahrscheinlich sogar eins der berühmtesten Logiklöcher der Filmgeschichte. There goes another one. Hold your fire. There's no life forms. Es geht hier darum, dass am Anfang von Krieg der Sterne, Star Wars Episode 4, C-3PO und R2-D2 vom Schiff flüchten und nach Tatooine gelangen wollen in so einer Rettungskapsel. Und 2 imperiale Offiziere unterhalten sich darüber, ob sie denn jetzt diese Kapsel abschießen wollen. Und sie schießen sie nicht ab, weil kein Leben an Bord ist. Dabei könnten sie doch eigentlich wissen, dass kein Leben auch bedeuten könnte, dass Droiden an Bord sind und deshalb schießen sie nicht. Und hätten sie da geschossen, wäre komplett Star Wars einfach so nicht entstanden. Und ist das nicht eigentlich eine Logiklücke? Bevor wir jetzt eine Antwort suchen oder sogar schon ausformulieren auf die Fragen, vor die uns diese beiden Szenen stellen, lass uns doch mal ein bisschen weiter ausholen. Indem wir nämlich sagen und erstmal das Offensichtliche feststellen, Film ist immer fiktiv. Film ist immer Fiction. Jeden Film, den ihr jemals in eurem Leben gesehen habt, hat sich irgendjemand ausgedacht. Es sei denn, natürlich ist eine Dokumentation, aber darüber wollen wir jetzt überhaupt nicht reden. Und in der Natur der Sache liegt, dass sobald sich irgendjemand irgendetwas ausdenkt oder erzählt oder niederschreibt, wir als menschlicher Organismus, als denkender Organismus, als denkende Lebensform sofort durchdringen können, dass das eben nicht real ist. Sei es jetzt bei sowas ganz Profanem wie einer romantischen Komödie, bei der wie von Geisterhand am Schluss immer das Pärchen zusammenkommt und bis ans Ende ihrer Tage glücklich ist. Oder ist es jetzt doch was so Komplexes und was Abstraktes wie eine Dystopie oder eine Zukunftsvision von unserer Welt? Wir checken natürlich sofort, dass das nicht echt ist und untersuchen dann mehr oder weniger intuitiv, in welchen Punkten und Formen und Verhaltensmustern sich diese Welt und diese Figuren in dieser Welt von dem, was ich für mich als logisch empfinde, unterscheidet. Und das ist in manchen Erzählungen, wie beispielsweise einer romantischen Komödie, mal leichter hinzunehmen, wenn es eben einfach nur darum geht, dass sich die Hauptcharaktere plötzlich alles verzeihen und sich von diesen ganzen Emotionen und den bösen Taten irgendwie lösen können, als jetzt in abstrakteren Science-Fiction-Werken, wie meinetwegen Star Wars, wenn es plötzlich darum geht, dass im Weltall Bomben doch gar nicht eine Anziehungskraft haben oder sowas. Und da stellt sich natürlich berechtigterweise eine ganz große Frage, die da wäre, wo ist die Grenze? Kann man überhaupt eine Grenze ziehen? Und da gebe ich die Antwort und sage,
Es sollte, glaube ich, gar keine Grenze geben. Wie bereits erwähnt, Film ist immer Fiktion. Film findet immer in einer abstrahierten Version unserer Welt statt. Und selbst wenn das eine romantische Komödie ist, die im Hier und Jetzt spielt, kann es immer sein, dass plötzlich irgendein Charakter anfängt zu fliegen. Ich finde, Birdman ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Würde irgendjemand, Achtung, kleiner Spoiler für Birdman, auf die Idee kommen zu sagen, Birdman ist unlogisch, weil der Hauptcharakter irgendwann im Film anfängt zu fliegen? Ich würde es nicht sagen. Trotzdem bin ich mir aber bewusst, dass dieser Kritikpunkt, etwas sei in einem Film unlogisch, oft nicht aus der Ecke kommt, dass man nicht den fiktionalen Charakter eines Filmes versteht, sondern dass man einfach diese Welt auf ihre Eigenheiten untersucht hat und dann herausfiltert, ob diese Welt kohärent funktioniert. Im Film, der aktuell im Kino läuft, A Quiet Place, Achtung, kein großer Spoiler, geht es darum, dass man keine zu großen Geräusche von sich geben darf, aber es werden Zeitungen gedruckt und Druckpressen für Zeitungen machen offensichtlich Geräusche. Ist das jetzt ein Logikfehler? Ich würde sagen, ja, aber was hat's damit zu tun? Und ich glaube, da kommen wir an einen ganz kritischen Punkt, denn meine These ist, Logikfehler, oder nennen wir es besser Unlogik, ist nicht die Krankheit, an der ein Film leidet, sondern Logikfehler sind eher Symptome für eine Krankheit, an der ein Film leidet. Und an der Stelle erinnern wir uns alle wieder an die Szene aus Star Wars. Wäre es logisch und sogar sinnvoll, wenn diese zwei imperialen Typen beschließen, diese Kapsel abzuschießen, weil sie eventuelle Gefahren birgen könnte? Definitiv ja. Wäre es aus einer kreativen und dramaturgischen Perspektive sinnvoll? Definitiv nein. Weil dann funktioniert der ganze Film nicht mehr. Und ich glaube, genau das ist die Krankheit, an der Filme eher leiden. Und dementsprechend wäre der viel sinnigere Ansatz, anstatt die Logikfehler zu suchen und sich eben genau darüber auszulassen, die Logikfehler darauf zu untersuchen und zu überprüfen, ob sie einem dramaturgischen oder erzählerischen Sinne dienen. Denn, seien wir mal ehrlich, Drehbuchschreiberlinge und Regisseure und diese Leute, die sich mit dem Film beschäftigen, die sind ja nicht blöd. Die wissen ja, was sie da fabrizieren. Ich meine, warum beamt sich nicht einfach irgendjemand mit dem Zeitumkehrer zurück und tötet dann Voldemort? Oder warum fliegen die fucking Adler Frodo nicht einfach bis zum Schicksalsberg und dann wirft er den Ring da rein? Das hat nichts damit zu tun, dass das unlogisch ist. Das hat einfach damit zu tun, dass man eine Geschichte erzählen will und es nicht darum geht, wie konsistent alle Einzelheiten dieser Geschichte sind, sondern wie schön und wie fesselnd und wie gut diese Geschichte erzählt wird. Heißt das im Umkehrschluss jetzt, dass wir als Zuschauer uns völlig der Vision der Regisseure und Drehbuchschreiberlinge hingeben lassen und die schreiben können, was sie auch nur wollen, um irgendwie ihren eigenen Plot am Laufen zu halten? Nee, natürlich nicht. Ich plädiere hier ja auch nicht für Narrenfreiheit. Ich plädiere, wenn überhaupt, für einen klareren Umgang mit dem Medium Film und vor allem sich der Tatsache bewusst zu machen, und das tut mir jetzt leid, dass ich das so sage, lieber Zuschauer, dass du vielleicht eben nicht schlauer bist als die Macher eines Filmes, nur weil du jetzt einen Logikfehler in irgendeinem Film entdeckt hast. Mach dir doch vielleicht lieber mal Gedanken darum, warum dieser Logikfehler in dem Film ist und vielleicht erschließt es sich dir dann und dann findet man sich plötzlich vor dem Rätsel, ist es jetzt überhaupt noch unlogisch, wenn ich einen für mich nachvollziehbaren, logischen, narrativen Sinn in dieser ganzen Sache gefunden habe? Ich hoffe, das kam jetzt alles nicht so ein bisschen oberlehrermäßig rüber. Ich wollte halt nur darüber reden, das kommunizieren und ich denke vor allem so für, ich sag mal, Leute, die sich jetzt noch nicht allzu krass damit auseinandergesetzt haben, sind Logikfehler was Nerviges. Manchmal ist die Verführung eben einfach großen Film oder meinetwegen sogar irgendwie ein YouTube-Video, könnte ja auch sein, nicht anhand von Logikfehlern auseinander zu pflücken und dann irgendwie auch schlechter zu finden, weil das eben auch nicht das Ziel der ganzen Sache ist. Und ich glaube, den Diskurs eher stoppt, als dass er ihn weiter anregt. Und das habe ich mir hier auch in der letzten Zeit so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, diesen Diskurs zu verbessern und anzuregen und weiterzuführen. Und ich hoffe, das ist mir gelungen. Das war's. Ich verabschiede mich und logische Grüße. Tschüss.